Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Klimaz Birth by Sleep Final Mix. Boah, ich hasse es, wenn der Speicherbildschirm noch da ist, während ich gerade die Aufnahme starte. In der letzten Folge haben wir den tiefen Weltraum abgeschlossen und wir sind jetzt vor der letzten Disney-Welt. So, sagen wir das mal so, damit ich nicht mal aus Versehen sage letzte Welt, obwohl wir noch eine Welt danach vor uns haben. Und ja, gehen wir mal schnurstracks rein, weil warum auch nicht? Oder warte mal, kann ich irgendwelche Sachen verbinden? Ich glaube nicht, ne? Also Kommandofusion und so. Wie zum Beispiel Eisklinge und noch eine Eisklinge. Vitra. Erfahrungspunkte erhöhen. Ja, warum nicht? Glückspilz. Das ist nicht das, was ich gedacht hätte, was wir bekommen. So, machen wir noch mal. Vita und Vita. Ne, warte mal, da brauche ich ein Leuchtkristall. Ich will meine Heilkunst nicht verbessern. Ach ja, ich kann ja noch rein. Also Vita hatte ich nicht mehr. Schon sagen. Ja, uff. So, was das? Unsere Heilkunst besser. Ja, was? Hä? Die eine, ich hatte die eine noch nicht hochgeballert, oder? Komplett. Wow, ich hab's voll drauf. Gut. Gehen wir einfach da rein. Wenn euch der Part übrigens gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal sehr weiterhelfen. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gut, was wartet denn ihr zwei nervigen Kinder schon wieder? Den nervigsten Stimmen aller Zeiten. Meins. No buts. You know the rules. The first one to find and claim the treasure map gets to be the leader. And that's you. Leader? Of the expedition. We're going on a treasure hunt. And that's Warum hebst du auch eigentlich alles auf, Aqua? Wir haben letztes Mal. What do you mean? I never said girls can't be part of the gang. Come on, Tink. The more the merrier. Du bist auch ein Mädchen. I'm sorry, but I have something else I need to take care of. Here, you keep it. Too bad. But rules are rules. I guess we'll just have to call off the treasure hunt. No! All right, you win. I'll join you for one expedition. Whoopee! Okay. As far as I can tell, we're here. And this mark here is where we'll find the treasure. Enough pointing. Come on, let's go. Wait a second. We still don't even know our leader's name. I'm Peter Pan. The jealous one over here is Tinkerbell. And you are? Aqua. So you're Aqua. Huh? Now, first up, Mermaid Lagoon. Oh, okay. Der kann ja fliegen. Irgendwie Aqua oder so. Was? Wir sind unfair, dass nur er fliegen kann. Er kann überall hinfliegen und alle ein bisschen laufen. Ich bin auch ein bisschen verarscht fühlen. Aber ich sag ja nichts. Ich lebe ja nicht im Nimmerland, wo Peter Pan seine andere Kinder hin entführt. Oh Gott, das kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Dankeschön. Wenn die Person, die mir das zum ersten Mal gesagt hätte, dieses Video hier gucken würde, würde ich das direkt an diese Person richten. Bob, und ich habe die Waffe von der letzten Welt ausgerüstet übrigens, weil die gibt uns, weiß ich nicht, auf alle Werte 17. Die macht übrigens alle Werte auf 17, also warum nicht? Sah irgendwie cool aus. Yep. Schon gedacht, dass wir da lang müssen. Gott. Dann suchen wir den Schatz. Und hier sind diese ganz großen Viecher. Ja. Yep. Oh mein Gott. Stimmt. Die Gegner waren hier
extrem stärker. Ja, halt, warte. Vergesst es immer wieder. Experiment 626. Ach ja, stimmt. Vergesst es andauernd. Oh, du hast Blitz an, Zauber. Das ist nicht schlecht. Das funktioniert leider nicht bei ihm. Boah, guck dich das mal an. Boah, boah, und boah. Kannst auch in eine andere Richtung mal kurz schießen, Mädel. So, haha. Joink. So, das war nur ein, das waren zwei Gegner bisher. Oh Gott. Ich muss ein paar Gegner mitnehmen, so viel. Hi. Ich habe damit nicht gesagt, dass ihr direkt hier wieder auf mich zukommen könnt. Dann tut aber auch viel abziehen, ne? So. Ich hatte einen an. So, wie sieht's Gletscherwirbel aus? So gut. Also Gott, ich muss ja ein bisschen die Gegner mitnehmen, ich so Gefühl. Sind auch Level 24, ja, das ist glaube ich ein bisschen niedrig. Minenfeld, das ist eine gute Fähigkeit. Später kann ich irgendwelche Dingens hier kaufen, Luftgrätsche, das habe ich letztes bekommen. Also wir tun die Gegner mal wieder hier neu auftauchen, das ist jetzt zum Glück, aber jetzt nicht mal gegen diese riesigen Viecher direkt kämpfen. Und da kam ich, hahaha. Wir haben einen schlechten Orientierungssinn, habt ihr es gemerkt? Wenn ihr öfter schon ein paar Videos hier geguckt habt, schon. Gut. Ich bin dran, wenn ich in den geskripteten Kampf reinkomme. I have you now, Peter Pan. Today is the day I shall be rid of you forever. I'm busy right now, Hook. We're on an expedition. Can't I show you up some other day? You show me up now. Give back me treasure. Who's that? Ah, that's just Captain Hook. He's a two-bit pirate codfish. I'll cleave you into two bits, boy. It's me. Oh, that was the captain's signal. Fire. Echt, das war gefährlich. Das ist aber gefährlich, Mann. Alter, das schießt uns voll ab. Was? Achso, ja. Zack. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss leider ein paar Gegner mitnehmen, sonst verreck ich hier noch. Ich muss ein paar Level hier bekommen. Verdammt. Sag ich schon wieder die Schwierigkeit mit Aqua. Alter. Ich weiß nicht, dass da ein bisschen zu viele Leute hier sind. Nein. Was hier weg? Alter. Man, boah. Was? Nein. Ah, okay. Okay. War ein normaler Kampf, nicht ein Bosskampf oder so, stimmt. Ich brauche mich gegen die Kämpfe. Ich muss halt ein paar Level um zu bekommen, also. Aua. Ich frisst den Regenbogen. Das schreit einer an, ey. Das hat ihm irgendwie nicht anders gegeben. Mach schon einen Donnerschlag raus, gerade. Ausgezeichnet. So. Wow, die haben fast 100 Erfahrungspunkte gegeben, glaube ich. Restart. Tschüss.
Und Diamantenstaub, stimmt, den haben wir auch noch. Aua. Mehreren Stunden, okay. Abschlusskommando gelernt. Ausgezeichnete. Was ist der andere? Mit noch ein paar Gegner. Bö. Ja, ich muss ja kurz durch. Regenbogen-Sticker. Komme ich auch noch Regenbogen? So, haben wir irgendwas hier Neues? Ich glaube, ich brauche hier neue Sachen. So, was haben wir noch hier? Blitzableiter, ja. Alles mögliche, was Schaden hier reduziert, habe ich so ein Gefühl. So, und wir nehmen das andere Schwert wieder. Habe ich so ein Gefühl. Das hier. Mehr Angriffskraft. Ich will noch Magie wie blöd einsetzen, aber ich habe kein Kommando, was gerade meine Magie erhöht. Hat nein, ich meine, ich habe nicht genug Magie-Kommandos. Dann gehen wir einfach ins nächste Gebiet rein. Ich merke gerade, Aqua ist im Wasser. Ha, ist irgendwie ironisch. Ach man, müsste jetzt unbedingt darunter fallen. Ja, die teleportieren sie einfach weg, wenn sie im Wasser fallen, genau. Und so wie die Pferde in Elder Scrolls Online. Irgendwie Zucker, die verdünnisieren sich einfach im Wasser. So, da ist auch schon ein bisschen mehr Schaden. Wir haben nur einen Wert erhöht, ne? Und jetzt gucke ich mal, wie wenig wir abziehen, was? Oh, das ist nicht schlecht. Drei Angriffe auf einmal, hallo? Zack? Wir haben ja auch hochgeheilt. Du bist ja wieder alle wieder aufgetaucht, also verschwunden meine ich. Ich meine, wieder aufgetaucht. Meine ich. Ich kann schon wieder nicht klar denken. Boah, da. Irgendjemand hier Heilung, Mickey hat Heilung, ne? Ich glaube, ich brauche Heilung. Bin mir ziemlich sicher, ich brauche Heilung. So ein Ding zu hinterlassen, nein. Sah so aus. Dann ist eine Truhe sich gerade. Da, zum Glück hast du vorhin überpowerten Angriff. Das ist eine Truhe, die muss ich haben. So. Aber wir noch stoppen. Na gut, ihr. Was ist das? Oh nein, oh, ich dachte, das ging nicht. Ich dachte, das kann man nicht irgendwie erneut drücken. Das war noch nicht aufgelevelt vorher, oder? Ja, was ist gespielt? Attacke, ausgezeichnet. Hallo, warum fliegst du denn da so einfach so einsam in der Luft? Ja, guck mal, jetzt tun wir schon ein bisschen mehr abziehen. So, für spielt mir nicht ein, ne? Oh Mann. Vom Gegner? Nö. Okay. So, jetzt haben wir ein paar Sachen gelernt, ausgezeichnet. Wir haben einen Feuersturmlauf, den Blitzsturz, dann tun wir Feuerblitzsturz oder was? Geselligkeit, Schallschock. Okay. So. Dann haben wir noch nicht viele, glaube ich.
weil ich die nicht unbedingt haben will. Magnera. Kraftwasser. Apfel. Boah. Also nur Mist schon wieder. Ich weiß, wir haben Feuersalbe und also einen geilen Kack, aber brauche ich nicht. Schallschock. Und Luftkombo und noch mehr Luftkombo. Und Schutzmeister habe ich, glaube ich, schon. Egal. Ach ja, Abschlusskommando. Ah, jetzt muss ich wieder Geld sammeln. Ach, das ist ja, ich kann das schon nicht. So, machen wir einfach. Gott, das war knapp. Das ist so gefährlich, Mann. Das ist echter Sprengstoff. Kann sich einer wehtun, ey. Könnte mir den Kopf wegballern damit. What is it? The mark on the map points all the way up there. Oh, relax. A little pixie dust and we'll be there in a jiffy. But we've never had to fly that high before. What if we fall? Hey, when did you two turn into cowards? Don't you think you're asking a bit much of them? This is between me and them, Aqua. Men, ich bin Anführer. Only the bravest of the brave can claim that treasure. Yeah, we know. Jake, if you would. We haven't got all day. Ich glaube aber echt nie, was man mir sagt, oder? Warum ist die eigentlich andauernd so zickig? Weil sie eine Zicke ist. Was? In den Kommentaren, weil sie eine Zicke ist. Zicken sind nochmal zickig. Sie sind zickige Zick. Da. Macht der immer noch den Schein. Oh Gott. Ja, gib mir mal Schönes. Ach man. Nee, krieg ich meine 3-7. Der wäre noch nicht mal, ich mag Negra irgendwie hier. Beeinflusst. Oh. Tschüss. Erfahrungspunkte brauche ich noch. Klingaura, Klingaura. Alter, warum ist das ein schneller Angriff? So. Das geht. Wie ist aus, als würdest du frieren? Jetzt hast du einen Grund zu frieren. So. Schlitz, 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 schlitz. Supasch. Oh, sieht die Luftgrätsche jetzt ein bisschen besser aus? Nö. Kann man auch voll wenig. Schneller, glaube ich, damit fliegen jetzt aber. Oh, die sieht so fake aus. Oh Gott. Ich meine, real aus. Und keine Falle. Fake dich ab. Oh, Vita. Bin eigentlich Heilkunde jetzt voll. Heilkunst. Dann wieder mit irgendwas anders hier. Wunschklinge. Ja, bitte, bitte, Dingens. Erhellung. Okay, habe ich auch noch nicht. Da ist schon wieder Dings hier weg. Sollte hier irgendwie Lichtschaden erhöhen oder Lichtschaden verringern? Dunkelreitresistenz. Ja, pff, okay. Stimmt auch wieder. Erhellung tut meinen Lichtschaden reduzieren. Warum kann ich dadurch nicht fliegen? Ich muss ja einzelne ganzen Dinger hochspringen oder wie?
Die können damit fliegen, ja, oft. Menno. Oh, nicht doof. Geh weg. Kill it. Kill it with fire. Boof. Oh mein Gott. Hi. Doch. So, danke. Muss ja nicht sein, mit dem, boah, mit dem Angriff hier aushält. Aber ich habe dreimal Glücksklinge. Ich habe viermal Glücksklinge, was? Habe ich so viele Glücksklinge? Ja, mir aufgefallen. Mal, ich muss ein paar davon aufleveln, ja. Komm raus, komm raus. Komm raus, du. Ich stückte. Ich wusste, dass da ein bisschen was. Aber ich darf nicht runterfallen, ne? Sonst macht's ouch. Tschüss. Boah, ich ein paar andere Angriffe. Nein. Mach den. Mach den kalt. Ja, war da irgendwas? Gott. Ich kann gar nicht mein Dings hier einsetzen. Mein. Hier, den ja. Wenn ich so ein Ding ja trete. Ich glaube, da unten war nichts mehr, ne? Ach ja, Luft kommt oben. Glückslinge, Stufe 3. Bitte sag mir, ich kann was anderes auswählen jetzt. Yay. Oh Gott. Weg damit. Ja. Luftstarkart wird wesentlich stark. Aber ja, noch meine physische Klinge ausgerüstet. Dann kann man auch noch lang, oder? Verdammt! Ah, ich war schön gesehen. Ist noch nicht mal hin, oder? Das war vielleicht nicht so eine heiße Idee. Hi. Komm her. Einfach unbedingt ein Level ab. Ich bin so schwach hier. Nein. So, da. Ich hab ein paar Shots rum verpasst, aber was soll's. Hol ich alles auf Screen nach. Letztendlich haben wir sowieso alle Sachen immer am Ende. Und nicht die blöden Viecher. Ich hatte so viele Probleme ganz am Anfang. In Cinderellas Welt. Was ist ja das? Warum seid ihr jetzt so passiv? Als ich am Anfang mit euch gekämpft habe, habt ihr mich voll zerquetscht. Oh, ich habe die Macht. Gleich habe ich ein Level up. Und ihr. Kommt her. Oh, Magie und Abwehr. Oh, und das hätte ich vielleicht ein bisschen später. Oh nein, das sind die Vögel. Guck da an. Ja, kommt her. Hallo? Die kommen da raus und fliegen einfach weiter. Mich halt an. Das will man Vögel beobachten. Die machen gar nichts. Kotzt mich so an. Boah, kommt doch. Aber ich wurde eigentlich. Boah. Alter. Wer hat gedacht, dass diese Viecher so eine gute Idee sind? Ernsthaft, den hau ich kaputt. So. Ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen mehr auf Magie.
wie sich gehört mit Aqua. Also wird das hier nix. Hey, Blitzgar oder Feuerexplosion oder Eisbombe mal oder Feuersalbe. Feuersalbe kann ich nicht machen. Ach, Feuersalbe war ja so weit. Ach, das kann ich auch nicht ausziehen. Immer Aerora. Aerora. So, Betäubungsklinge, weg damit. Und oh, das hier. Charmeur haben wir noch nicht gehört. Also haben wir schon, aber noch nicht so oft. Ja. Ich glaube, wir haben mehr Fähigkeiten als damals mit Ventus. Vor dem Finale. Da kommen noch mehr Gegner, oder? Gott, verdammt. Ich will ja ernsthaft sein. Ernsthaft, ich will meine Glücksklinge hier loswerden. Aber muss ich ein paar Level hier bekommen. Bis dann. So. Jetzt bist du dran. Zum Glück lassen die voll alles mit sich machen, glaube ich, so viel. Oh Mann. So, weiter. Hat mit Ventus hier auch so schwer? Nee, ne? Warum laufen die eigentlich die ganze Zeit in so Kostümen rum? Well, you conquered all sorts of obstacles to get here, and to me, that's certainly not nothing. You know, I had you all wrong. You were just looking out for them back there, being a good leader. Yeah, of course I was. Ich dachte, ich bin der Anführer. You're too late, Peter Pan. I'll be taking what's mine now. It's Hook. It's me. Secure me treasure. Aye, aye, Captain. Ah! What is it now? Captain, it's the treasure. It's been... Spit it out, you idiot. Hogfish. It's all junk. What do you mean, junk? Those are our treasures, Hook. But what did you do with my treasure? Oh, we lost it all. You what? You scurvy brats have crossed me for the last time! Hmm? What's that? That sound! Not you again! No, get away from me! Smee! Warum verfolgt ihr den eigentlich überall hin? Smee! Das wie ich in Fallout 4. Das wie ich in Fallout 4, wenn ich überladen bin. Nick! Du musst meine Sachen tragen. Is this? Oh, Ventus left that here. I guess it's a special keepsake or something. But don't worry about him. He said he would be all right without it. And then he promised to visit us again with even better treasures. Maybe enough to fill 100 treasure chests. Ben? He was here. And someone else. What's the matter? It's nothing. Best that you stay here. Doppelsprung halten. So, ich habe mich schon gefragt, wann wir das bekommen. Damit kann man zweimal springen. Der Name schon sagt, Doppelsprung. Ja. Falls es einigen Leuten nicht so offensichtlich war. So, dann tun wir mal ein bisschen sortieren hier, hallo. Sprung und dann Doppelsprung. So. Können wir zweimal springen, geil, ne? Damit müssen wir auch an allen Sachen hier bisher, die wir noch nicht erreichen konnten, rankommen. Oh, da wird jetzt lustig. Warum wundert sich Aqua eigentlich überall, dass Ventus und Terra da waren?
Also sollte da offensichtlich sein, die überall schon waren. So, have a good time hanging out with the kiddies. Und er hat das Holzschwert von Ventus. I think that kid's outgrown such a childish toy. If you ask my opinion. Du Pisser. Just like I've outgrown my need for you. You freak! Jetzt kriegst du aufs Maul. Jetzt hast du Aqua angepisst. Und das willst du unter allen Umständen vermeiden. Ja, zweite Runde gegen Vanitas. Weil, warum nicht? Ja. Reicht das, ja. War gibt jetzt Viersteller. Excellent. Da hat eine Menge Schaden gemacht. Genau solche Angriffe. Au. Au. Links muss ich. Ich muss links drücken. Ha. Drück weg. Auf. Ja. Oh Gott. Nein. Ich dachte, ich wäre kurz unbesiegbar. Boah, ich hatte den Kampf doch voll unter Kontrolle. Am Ende macht er mich fertig, ey. Wir warten, bis die Musik hier richtig anfängt. Nein. Mein Gott, er hat fast genauso viel Schaden gemacht. Weg. Weg. Was bin ich an? Aua. Hab ich überhaupt Immunität? Ich glaube nicht, ne? Alter! Wieso macht denn der so viel Schaden? Junge. Chill mal. Vor allem am Anfang ist er sich hier voll zerstören. Und dann. Oh. Oh, Frustat. Auch das gibt's jetzt nicht. Ja, mein Fokus hat sich schon wieder aufgeladen. Danke. Ich habe euch kriegen zu treffen manchmal. Ich mag diesen Angriff überhaupt nicht. Hallo, Angriffe, ne? Oh ja. Was ist das? Aua, 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 geh weg. Alter, jedes Mal. Ich will mich gerade heilen und dann kommt er und greift mich an. Junge, reg dich doch mal jetzt hier ab. So, gut. Worum gespielt? Machen wir den fertig. Kein Bock mehr auf dich. Dieser Angriff, ne? Der geht mir so auf den Nerven. Der greift sogar noch weiter danach an. Der ist schon wieder am Boden. So, jetzt reicht noch mal langsam. Wurf. Also dazu. Boah, dieser Angriff, ne? Ich komme mit dem nicht klar. Ich treffe mich immer damit, habe ich das Gefühl.
bin gleich tot, wenn er mich wieder trifft. Da schon wieder macht er den Angriff. Oh Gott. Oh, echt nicht so gute Fehler für den, habe ich so Gefühl. Weiß, ob du immer wieder da reingehst. Oder reicht ausgezeichnet. Nein, das gibt's heute nicht. Ist man nicht. So, komm her. Warte mal auf, wenn man den Angriff sieht. Er weiß, dass er mich damit trifft. Die meiste Zeit. Na, guck mal, wie schnell er wieder nicht zugekommen ist. Was ist das? Bis da. Oh, sehr gut. Was bekomme ich? Weißbrunst, soll ich bitte ran. Ah, toll. Was? Ich habe ihn getroffen, gut. Was? Ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob der betäubt werden kann. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass Bosse allgemein irgendwie betäubt werden kann. Haben nochmal geschossen. Okay, der Kampf war doch ein bisschen heftig, aber ich bin auch heftig unterlevelt, glaube ich. So, werde ich nochmal kaputt gehauen. Ja, genauso fühle ich mich auch gerade. Ben. Tara. I can rest easy. Too young to know now. Quit treating me like a kid. Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Huh? Are you all right? What happened? I'm fine. Oh no! Look at Vent's treasure! It's okay, Peter. Whatever it is that binds us together isn't gonna break so easily. And that's our real treasure. I think Ventus knew that. That's why he left this behind. You must really be close. And that's something pretty special. You? And Ventus and Tara, was it? One day, you should all come back. I'd like that. Okay, und Feenblüte. Was wir aber, glaube ich, kaum benutzen werden.